Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Ach nein, Irrlichter. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Wo sind Sie denn jetzt hin? Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Wo sind denn die Irrlichter hin? Da ist nichts, nur ein kahler Fleck. Seltsam. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ja, da ist Petroleum. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, mir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Artist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Wirkemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen, aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh! Die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein?
Die Askil sind grauenvolle Monster mit spitzen Fingernägeln. Fingernägel? Ja, ihre Fingernägel sind so lang und spitz, dass sie dir die Augen aus mehreren Metern Entfernung ausstechen können. Und noch? Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Askil lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Puh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn. Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Fluch denken konntest. Boah, diese Askil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Wow, Ben. Du bist so viel mutiger als ich. Tja, das allein wäre noch keine große Kunst. Du hast ja selbst vor Schmetterlingen Angst. Die übertragen ja auch Bazillen. Ich glaub dir ja. Tja, nimm dir einfach ein Beispiel und denk immer dran. Wir haben nichts zu fürchten, außer der Frucht selbst. Was denn für eine Frucht? Ich weiß nicht genau. Ich habe das irgendwo gelesen. Ich vermute, es geht um eine Kiwi. Ach, wegen der Haare und so. Ja. Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super. Danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Bald wirst du eine ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ach, ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Die Kralle würde gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Mein Kunstwerk ist fertig. Nicht schlecht für jemanden mit zwei linken Händen. Ich hab da was für dich. Hä? Ein Askil! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Finger weg von der... Du machst sie ja doch... Ich hab da was... Hä? Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig! Thank you.
Willst du tauschen? Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Lass es dir schmecken, Spot. Cedric, nein! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Gut gemacht, Spot. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Na, mal sehen. Oh, die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Oh, die Augen waren ja schon gruselig. Was er hier unten wohl gemacht hat? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Gute Idee. Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information.
Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In der Mitte des Sees. Potsdonner, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich geglaubt. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Und vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Das ist als Lunte genau das Richtige. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nicht mehr raus hier. Nun aber schnell. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Oh je. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Sedgwick! Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum! Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick. Es ist an der Zeit. Erwache!